Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth under God Mode. Letztes Mal haben wir mit Destiny gespielt. Hier mit Destiny, der Eve-Klonerin. Ach stimmt, guck mal, da sind sogar die beiden Fliegen drauf auf dem Bild. Jetzt verstehe ich auch, was das zeigen soll. Okay, dann wurde hier sogar doch verarbeitet. Ist ja geil, okay. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal Destiny gespielt und ich würde sagen, wir machen heute wieder eine Challenge. Und da wir chronologisch hier vorgehen sollten... Oder können, also noch können wir das auf jeden Fall. Würde ich vorschlagen, wir machen einfach die Vortex Challenge. Ja, da ist so ein komisches... Na, was ist das? Ein Dreieck oder ein Tornado? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir die Vortex Challenge. Und schauen mal, was wir... Oha, so bekommen. Sollte anscheinend ein Tornado sein, oder wie? Oh Gott, okay, unsere Reichweite ist nicht so wirklich enorm. Wir haben auf jeden Fall den Tiny Planet. Dann haben wir hier diese durchdringenden Schüsse. Diese Todesschüsse, diese Sensenschüsse. Wir können auf jeden Fall fliegen. Haben Proptosis, deswegen sind die am Anfang noch ziemlich groß. Oh, das heißt, wir müssen ziemlich nah an die Gegner rangehen, um viel Schaden zu machen. Okay, interessant. Oh, wir haben richtig viel Schaden. Wir haben auch noch... Oha! Wir haben Polyphemus, wir haben Max Head. Proptosis, wie gesagt. Dann haben wir noch dieses Money gleich Power. Oh, und was richtig gut ist... Was richtig, richtig gut ist, die sind lila. Das heißt, wir haben Homing Shots. Okay, das ist natürlich gut. Das heißt, wir müssen vielleicht doch nicht so nah an die Gegner rangehen, aber wir müssen mal gucken, wie wir denn zielen müssen, um hier irgendwas zu treffen. Aber anscheinend... Ach doch, das geht. Wir müssen zwar relativ nah rangehen, dafür können wir aber fliegen. Ah doch, das sollte funktionieren. Gut. Yay, und außerdem sehen wir witzig aus, wie so ein Verrückter. Aber wir haben doch noch dieses rote Ding auf. Das ist doch auch irgendwas, oder nicht? Ah ja, hier, genau. Wage? Ist das dieses Blood Wage? Ich glaube schon. Was war denn das nochmal? Dass wenn wir getroffen wurden, dass wir dann mehr Schaden machen? Für die ganze Ebene? War das das? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Wenn wir auf jeden Fall rot anlaufen, dann ist es das. Werden wir schauen müssen. So, und da es halt eine Challenge ist, wird es natürlich keine goldenen Räume geben und wahrscheinlich auch keine Shops, je nachdem. Das kommt ja immer auf die Challenge drauf an. Wir hatten ja schon Challenges, wo es irgendwie Shops gab und einige, wo es keine gab. So, jetzt ist nur die Frage, wie man hier am besten angreift. Ob man wirklich einfach vor dem stehen sollte? Oh Gott. Oder nicht. Aber du normaler Dinkel, du bist ja genauso schlimm wie der Glitchy-Dinkel. Oh, aber wir kriegen ein Lebensupgrade. Yay. Yay, komm mit, du kleiner Pilz. Wir erkunden jetzt diese Ebene noch ein bisschen. Ja, komm. Ja, fein. Ja, geil. Oh, ein paar Bomben. Ich hätte sogar ziemlich gerne jetzt noch eine richtige Bombe. Dankeschön. Perfekt. Kriegen sogar noch einen Schlüssel, das heißt, wir können dann sogar in den Shop gehen in der nächsten Ebene, wenn es da ein geben sollte. Allerdings sollten wir vielleicht doch nicht in den Shop gehen, weil wir dieses Power oder Money gleich Power Ding haben. Und mir hat ein Abonnent geschrieben, dass dieses Power gleich Damage Up Ding, nee, Power gleich Damage Up, das ergibt keinen Sinn. Money gleich Damage Up, dass jede Münze 0,04 Schaden mehr macht. 0,04? Manchmal kannst du überlegen. Ja, ich glaube schon. 0,04. Das heißt, wenn man 25 Münzen hat, dann kriegt man einen Schaden mehr. Das heißt, wenn das voll ist, dann hat man fast vier Schaden mehr. Und das ist schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Das heißt, wir sollten vielleicht sogar darauf kommen, auf die 99 Münzen. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Und ja, dann würden wir ganz viel Schaden machen. Machen wir zwar jetzt auch schon relativ gut. Oh, die Bosse werden schlimm werden. Was hatten wir eigentlich eben für einen Boss? Hab schon wieder vergessen. Ich verdräng das einfach immer, was für Bosse wir haben. Jetzt mal ehrlich, was hatten wir denn eben als Boss? Ach, Dingle, genau, wir haben gegen Dingle gespielt. Wow. Mein Kurzzeitgedächtnis ist mal wieder in Höchstzustand. Höchstzustand? Was? Oh Gott, ich kann nicht nachdenken. Ach, ich laber heute wieder nur Blödsinn, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir fliegen, das heißt, wir kriegen hier nur einen halben Schaden. Wenn wir hier reingehen und ich hoffe, es bringt uns auch irgendwas. Ah ja, okay. Oh, der Goathead. Oha, der Goathead. Okay, wir nehmen beides mit. Ich nehme beides mit. Ich glaube, das lohnt sich. So, jetzt haben wir einen Goathead. Das ist schön. Goathead ist toll. Gut, warte, da gibt's Items drin. Schauen wir mal. Okay. Haben sogar die Schlüssel bekommen. Das hat sich mehr als gelohnt. Sehr schön. So, und haben einen goldenen Schlüssel. Das heißt, wir können alles Mögliche öffnen, wenn es hier noch irgendwas geben sollte, was wir öffnen könnten. Denke ich mir nicht, aber wir haben jetzt auch keine... Wow, sind wir ein bisschen stärker geworden.
Stimmt, weil wir mehr Münzen aufgesammelt haben. Guck mal, das sieht man sofort. Das ist ja cool. Jetzt ist die Frage, wie schnell die Dinger noch fliegen. Die fliegen doch genauso schnell, oder? Ah, ne, so fliegen sie ein bisschen schneller. Das wird uns halt ein paar blaue Herzen geben. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mitnehmen sollten. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir lassen es erstmal liegen. Auf jeden Fall können wir keine Curses mehr haben. Dank der schwarzen Kerze. Das ist auch ganz schön. Nicht so was Blödes wie Curse of the Labyrinth oder Curse of the Lost. Das ist immer richtig blöd. Oder Amnesia. Amnesia ist auch immer richtig nervig. Oha, au. Aha, die können wir umsonst öffnen, weil jetzt haben wir schon zwei goldene Schlüssel. Ja gut, wir haben nicht so viele Leben. Vielleicht sollten wir lieber doch das... Ih, wie seht ihr denn aus? Vielleicht sollten wir doch lieber das andere Trinket mit dem. Und dem wurde anscheinend ein Auge rausgerissen, oder wie sehe ich das? Ih. Den wurde einfach ein Auge rausgerissen. Auf jeden Fall blutet ihr linkes Auge. Okay, das ist nicht sehr schön. Das ist eine brutale Welt hier, eine brutale Ebene. Temples, okay. Okay. Kann man mal machen. Können wir hier tatsächlich mal aufstellen? Oh, ein bisschen mehr Geld. Wow, da kommt ja richtig viel Geld raus. Ist nett. So, nur nicht getroffen werden, dann ist alles schön. Ja, geil. Okay. Oha, das hat's übelst gebracht. Oh, geil. Okay, wir behalten unser Geld auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage. Die werden immer größer. Oh, wie schön. Ich glaube, wir brauchen das nicht mehr, dass das so schnell umher wabbelt hier. Weil unsere Tränen sind sowieso schon so groß. Es ist uns egal. Es ist uns egal, ob wir das haben oder nicht. Und wir kriegen sogar noch ein schwarzes Herz daraus. Geil. Okay, diese Temperance-Karte hat sich mehr als gelohnt. So, und wir haben sogar noch volle Leben. Goated haben wir auch dabei. Wir können den coolen Weg runtergehen. Yay. Schön. Das finde ich sehr schön. So, ist nur die Frage, wie weit wir gehen müssen, um die Challenge abzuschließen. Oh, hier gibt es ganz schön viele goldene Kissen. Das muss man ja mal sagen. Ja, komm, machen wir mal. Wir sind mal nicht so. Ein Strick, okay. Wir können aber schon fliegen. Und es ist ein Special-Item, das heißt, wir müssen es mitnehmen. Ha, egal, dann haben wir jetzt so einen schönen Strick an uns dran. Ist ja auch nichts Schlechtes. So. Und wir haben noch ein bisschen Geld bekommen. Von daher, das passt alles. Ih, jetzt sehen wir aber voll eklig aus mit diesem Strick. Da fand ich uns ohne Strick hübscher. Naja. Schönheit ist nicht alles. Schönheit ist nicht alles. Die inneren Werte zählen, ne? Ja, ja. So, oh Gott, oh Gott. Ich müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Die können weiter schießen als wir. Das ist assig. Okay, wir bräuchten eventuell einen Range-Up. Range-Up wäre ganz gut. Irgendwie... Okay, voll hell, das bringt uns jetzt nicht so viel. Die High Heels von Mutti oder so, das wäre jetzt super. Dann würden die Dinger nämlich weiter fliegen und dann könnten wir dank unseren Homing Shots sie auch besser treffen. Dann müssten wir nicht so nah rangehen. Oha. Das wäre schon echt nice. Obwohl, unser Range-Up ist schon ganz hoch. Aber wegen Proptosis ist das einfach nur so richtig eingeschränkt. Okay. Okay, okay, verstanden. Proptosis macht alles kaputt, das heißt Range-Up bringt uns gar nichts. Gut zu wissen. Dann halt kein Range-Up. Dann, wenn wir irgendwie einen Range-Up im Shop finden oder so, obwohl es keine Shops gibt, dann brauchen wir das gar nicht erst mitzunehmen. So. Was haben wir hier? Tabby's Head. Boah. Da wir sowieso noch nichts anderes haben. Na, vielleicht ist hier ja noch irgendwo Geld drin. Nö. Okay, okay. Dann geht's mal ab hier lang. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir... Kleine Spinnen an der Seite. Unser. Was? Unser Pilz erfolgt uns immer noch. Na, Pilz, wie gefällt dir diese Ebene? Ist die Ebene schön? Die ist schön, oder? Brauchst du uns nicht mal wieder zu beleben. Ach, ich glaube, das freut das. Ich glaube, das freut den Pilz. Und wir könnten eigentlich. What? What? Geil! Okay, Moment. Hä? Das ist ja richtig nice. Oh, nice. Und das splittet sich irgendwie nochmal auf. Warum splittet sich das auf? Oh Gott. Das ist ja cool. Okay, Tommy's Head ist richtig gut. Oh, Hauer.
Au, nein, tut mir bitte nicht weh. Gut, dass wir Tamis Head hatten, sonst hätten wir hier wahrscheinlich noch ein paar mehr Leben verloren. Nochmal ein AP ab. Finde ich jetzt nicht so schlicht. Und das Ding. Ich nehme auf jeden Fall das hier mit. Sinab ist immer gut. Und Hure von Babylon könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Ja, ja, passt schon. Ich frage mich immer noch, wie wir neulich dieses eine Ding aufsammeln konnten, obwohl wir keine roten Leben mehr hatten. Und trotzdem nicht gestorben sind. Egal. Egal. Guck mal, wie schnell die jetzt gehen. Und wir sollten jetzt Hure von Babylon-Effekt haben. Das heißt, wir sind auch ein bisschen schneller und können jetzt eigentlich durchwaschen, weil wir Tamis Head gefunden haben. Und das richtig viel Schaden macht. Ist geil. Wow. Ich spreng das auf, um meine Bombe daraus zu bekommen, ja? Okay. Pow! Das ist voll geil. Oh, wie schön. Ach, oder wird deswegen Proptosis immer kleiner? Ja! Ach so! Die Tamis Head-Dinger, die haben auch den Proptosis-Effekt und den Tiny Planet-Effekt. Interessant, interessant. Das heißt, die Tränen, die bei Tamis Head rauskommen, die entsprechen exakt den Tränen, die man auch so sonst hat. Okay. Das ist sehr interessant zu wissen. Und wir füllen halt den ganzen Raum damit aus. Naja, fast. Naja, fast. Wenn die nah genug dran sind und unsere Tränen nicht irgendwie, unsere Homing Shots da nicht irgendwie komisch hingehen, dann treffen wir auf jeden Fall den ganzen Raum. Wenn wir uns dann in die Mitte stellen. So, kommt mal beide her. Okay, sehr gut. Schade. Nur den kleineren erwischt. Aber guck mal, wie cool wir aussehen. Wir sehen ganz schön böse aus mit diesen Hure von Babylon-Dings vor allem. Das ist doch dieser rote Kreis da von seinem Kopf, oder nicht? Das Hure von Babylon. Ich glaub schon. Hallo, hallo. Tschüss, hallo. Wie, du bist nicht gestorben. Noch ein Tier. Oha. Wir sind nicht Eve, das heißt, wir dürfen eigentlich kein Leben haben. Und dann haben wir noch die Kohle. Ich glaub's ja nicht. Geil, wir werden immer stärker und stärker. Juhu. Okay, ich glaube, diese Challenge ist jetzt schon geschafft. Au. Nein, nee, so viele Leben haben wir gar nicht. Also wir sollten vielleicht nicht so hundertprozentig siegessicher sein. Ich wollte dich nicht aufsammeln. Verdammt. Da ist der Hure von Babylon-Effekt weg. Es sei denn, wir finden irgendwie eine Donation-Maschine, wo wir ein halbes Leben opfern könnten. Ach, das machen wir. Oh. Hier wollte ich gar nicht hin. Welche Ebene ist das? Depths 1 könnten wir sogar auslassen. Und wir nehmen einfach mal das Ding hier mit. Ja, wir... Oh. Wir lassen die Ebene einfach mal aus. Ist uns egal. Wir gehen gleich zum Mutti. Dann können wir sogar mal den Bosswasch machen. Yay. Warum komme ich eigentlich immer zum Bosswasch in den... Oha, noch ein Fire Wait Up. Okay. Ich komme immer in den Bosswasch, wenn ich... Challenges mache. Richtig merkwürdig. Oh, wie schnell wir schießen. Oh, das sind sogar zwei. Lol, okay. Was auch immer. Ach, das ist ein Boss-Boss-Wasch. Ein Boss-Challenge-Raum. So. Interessant, interessant. Aber nur zwei Dinger? Okay, das ist ja... Das ging ja sogar noch. Hi. Nein, 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 du darfst kein Geld. Entschuldigung. Aber den sprengen wir gleich nochmal. Der hat uns eine Mütze geklaut. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie er uns eine Mütze geklaut hat? Dafür musst du sterben. Tut mir leid. Danke. So, nochmal ein bisschen stärker. Oh, wie schnell wir schießen. Das ist richtig schön. Full Health. Genau, die hatten wir schon mal. Habe ich mich sogar dran erinnert. So. Nee. Wir haben keine rote Herzen. Das heißt, das bringt uns sowieso nichts. Full Health. Papapapam. Alles weg. Sehr schön. Puh. Ein Einzelner hat überlebt. Ein einzelnes kleines Scheißhäufchen. Ach, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wir sind richtig das Maschinengewehr. Wir sind einfach der Tod. Wir töten alles in Sekunden. Wir waren der beste Tod in unserem Jahrgang. Denn als Tod muss man ausgebildet werden. Und wenn man gut genug ist, dann schießt man halt genauso schnell wie wir. Wir waren nämlich der Beste. Und deswegen sind wir jetzt der einzig wahre Tod. Deswegen haben wir auch diese coolen Hörner auf. Das kriegt nämlich nur der einzig wahre, echte Tod. Mit dem verglitschten Seil an sich dran. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man der echte Tod ist. Mhm. Mhm, mhm, ja. Mhm, mhm. Das ist nicht ausgedacht. Nein, hallo.
Und nur der echte Tod hat auch Flügel. So. Okay, da gab es jetzt irgendwie gar nichts. Ich finde das richtig schön. Zwei Magbed, ja, sowas brauchen wir. Der sollte uns eigentlich nicht treffen, weil wir die Maske auf haben. Du Bastard! Oh nein! Wir sterben! Ich weiß jetzt übrigens, dass die Mutti... Steven? Hier? Lol, okay. Dass Mutti, wenn dieses Fleisch kommt... Wenn dieses Fleisch kommt... Wenn dieses Fleisch kommt, nämlich... Wie viele Gabi-Items hatten wir schon? Eins? Oder zwei? Eins, ne? Wenn dieses Fleisch kommt, dann oh Gott. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Dann spawnt die Sachen. Das wollte ich sagen. Wir müssen den Boss bis zum Ende führen. Wenn wir hier jetzt was mitnehmen. Und so geil sind die Sachen jetzt auch nicht, außer das Ding hier oben. Capricorn. Und Mulligan ist natürlich auch sehr geil, aber... Ah, wir lassen das mal lieber. Nee, wir gehen weiter runter. Aber wir hätten ihn machen können. Ja. Ja, wir machen das mal sicher, bevor wir hier jetzt noch irgendwie die Challenge in Gefahr bringen. Machen wir das lieber so. Da sind noch ein paar blaue, rote Herzen. Brauchen wir nicht. Hi. Tschüss. Oh, was? Wie viele Leben hast du? Ah, stimmt, weil wir dieses Sammelbundle haben. Geilo. Doppelte Herzen. Doppelte Herzen. Und doppelte Lebensanzeige weg. Noch ein Herz. Ist hier noch ein blauer Stein irgendwo? Da unten ist tatsächlich einer. Ja. Komm her, blauer Stein. Nochmal zwei Herzen. Geil. Okay. Was auch immer. Ich glaube, wir müssen in den großen Raum rein. So blöd das auch ist. Aber vielleicht auch nicht. Okay, doch. Schade. Oh. Ja, meins. Ist eigentlich immer dasselbe drin? Nein, okay. Gut. Hi. Okay. Oh nein, wir müssen mal wirklich kämpfen. Oh Gott. Au. Au. Ist halt blöd, die Maske bringt uns nichts, wenn ich immer weggucke von denen. Und die dann schießen. Aber wenn man wegguckt von denen, dann kann man halt besser anvisieren. Statt von vorne. Ja, ich würde das eigentlich vor- und Nachteile. Warte, die Schlüssel kann man auch so mitnehmen, oder? Ohne dass was passiert, ja. Jojo, ich will die Kisten gar nicht haben. Ich wüsste nicht warum. Ah, ein blaues Herz, sehr schön. Aha, ein paar Fliegen, sehr schön. Und eine Super-Treubombe, sehr schön. Genau das Zeug, was ich mir gewünscht hatte. Boah. Es wird immer größer und wir kriegen immer mehr Geld. Dadurch werden die immer noch größer. Komm, gib mir Geld. Gib mir ganz viel Geld, danke. Ach komm, wir gehen doch nochmal in den Shop. Oder in den Challenge-Raum rein. Ich glaube, da ist nämlich noch ein bisschen Geld drin. Ich glaube, das ist sehr gut möglich. Oh ja. Geld für mich. Ich möchte Geld erwähnen. Vielleicht kommen wir sogar noch auf die 99. Wäre auf jeden Fall geil. Okay. Zumindest noch ein bisschen Geld bekommen. Komm, wir müssen jetzt auf die 99 irgendwie kommen. Das wäre mega fett. Oh, unsere Tränen sind auch schon sau fett. Oh, wie cool. Au. Oh, aber wir haben nicht mehr viele Leben. Das ist jetzt eher weniger cool. Die füllen einfach den ganzen Raum aus. Was ist hier los? Hä? Ich mag das. Okay, hi Loki. Na, wie schnell bist du tot? Ah. Das Blöde ist, man sieht halt die ganzen... Hilfe. Die ganzen Projektile da nicht mehr. Noch ein Shot Speed-Up, okay. Nehme ich. Ah, hätten wir mal das andere Gabi-Item mitgenommen, dann wären wir jetzt Gabi. Aber dann hätten wir auch keine Leben mehr. Also von daher bin ich vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, dann war aber die letzte Ebene, würde ich sagen. Wenn es denn die letzte ist, ich denke aber mal ja. Es ist... Ich meine, das ist jetzt die dritte Challenge. Ich wüsste nicht, was man hier noch weit machen sollte.
Two of Spades. Two of Spades. Einfach mal 92 Schlüssel. Okay. Irgendwo ein blauer Stein, den ich aufsprengen könnte. Jo. Warum leuchten eigentlich unsere Augen gerade so komisch? Waren die nicht eben noch so komisch rot? Stimmt, wir hatten noch Proptosis. Wo ist unsere Proptosis abgeblieben? Proptosis, du hast dich verändert. Wir haben unsere Proptosis verloren. Unsere Augen sind einfach rausgenommen worden wegen der Proptosis. Oh nein. Nein. Kaskal lieber nicht. Wieso spawnen wir eigentlich genau auf dem Herzen drauf? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, wir werden jetzt ein paar Leben verlieren, aber wir müssen ja näher rangehen. Das ist halt so. Ja, war ich auch lieber. Jetzt bist du tot. Perfekt. Einfach nur perfekt. Okay, ich habe hier so. Und ja, Durchköttchen, Leute. Das wäre das vierte gewesen. Toll. Naja, egal. Wir haben die Challenge auf jeden Fall geschafft. Ja! Und haben Rune of Ewats freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was diese Rune macht, aber wir haben sie. Schön. Jede Challenge beim ersten Versuch geschafft, oder? Obwohl? Nee. Die Lost Challenge haben wir erst beim zweiten Versuch geschafft. Stimmt, da war was. Da war was. Die war aber auch so richtig schnell vorbei. Naja. Okay. Dann haben wir die ersten drei Challenges. Ich guck mal, wie man die vierte Challenge freischaltet. Denn ich möchte das gerne chronologisch irgendwie machen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Morgen wieder einen normalen Run, wo wir dann entweder versuchen, Bridget freizuschalten. Oder es ist sowieso, glaube ich, das neunte Mal, oder? Wenn wir Mams Herz besiegen. Dann hätten wir sogar das Blue Baby. Dann schalten wir halt das Blue Baby auf jeden Fall frei. Bin ich auch mal gespannt, wie das hier heißt, das Blue Baby. Ja. Und sonst versuchen wir halt vielleicht, die vierte Challenge freizuschalten. Ja, dann auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Und dann tschüss.